Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich ganz besonders, euch diese heutige Folge präsentieren zu können, denn ich will ja nicht der sein, der alle Leserzuschriften und alle Zuschauerzuschriften ignoriert. Viele von euch haben geschrieben, wann kommt denn der Professor Indra endlich wieder? Und ich konnte ihn aus dem Sommerschlaf wecken. Nein, natürlich nicht. Also wir waren immer in Kontakt und jetzt haben wir endlich mal wieder einen Termin für ein neues Video gefunden und zu einem ganz tollen Thema, wo ich weiß, dass ganz viele von euch Fans der Marke sind. Und zwar geht es um Opel im Motorsport und das die glorreichen Zeiten. Und die hat Professor Indra komplett miterlebt. Und jetzt freue ich mich, ihn heute begrüßen zu können. Hallo, Herr Professor Indra. Grüß Gott. Schön, ja, dass es wieder einmal klappt. Ja, freut mich auch. Geht's Ihnen gut? Ja, soweit, bis auf die blöde Corona-Geschichte. Aber sonst ist eigentlich alles okay, ja. Ja, genau. Politisch in Österreich alles im ruhigen Fahrwasser. Von daher. Politisch meinen Sie. Na gut, um Politik soll es hier heute zum Glück nicht gehen, sondern wir reden über wirklich über eine ganz glorreiche Motorsportzeit. Und ich hatte ja gerade den Peter Kaiser zu Gast im Podcast, vielleicht haben Sie es gehört. Der war ja bei Zackspeed der Rennleiter oder der Motorsportleiter und der hat ja auch die ganze Calibra-Zeit miterlebt. Und da sind tolle Namen dabei und Sie haben das natürlich von technischer Seite betreut. Wie war denn das damals bei Opel? Oder fangen wir vielleicht mal an, wie haben Sie an den Rennmotoren das erste Mal mitgearbeitet? Na, es war ja eine unglaubliche Zeit für Opel, weil Opel unglaublich erfolgreich war. Mhm. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber Opel und VW war damals bei den Autozulassungen praktisch pari. Die waren immer gleich und wir haben von Monat zu Monat geschaut, wer hat jetzt mehr Autos zugelassen, Opel oder VW. Ja. Und das war fantastisch. Opel hat unheimlich viel Geld verdient. Und ich hatte dann meinen Traumjob. Ich wurde befördert zum Leiter der gesamten Vorausentwicklung. Also nicht nur Motor und Getriebe wie vorher, sondern für das gesamte Auto. Und das ist natürlich eine ideale Position, weil der Motorsport da auch dazu gehört. Um sich damit zu beschäftigen, Geld war genug da. Und wir haben gesagt, wenn wir schon dauernd kämpfen mit VW, um die Nummer eins, dann müssen wir das im Motorsport auch machen. Und das Erste, was wir uns angeschaut haben, war Formel 3. Weil VW hatte jahrzehntelang mit ihrem Formel 3 Motor, das war praktisch der GTI-Motor, ganz einfacher Motor, nur zwei Ventiler. Das geht in der Formel 3 fast, weil da so ein Aerostrick davor geschrieben ist, also ein Loch, eine Düse, wo die ganze Luft durch muss. So, und dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, wie viele Ventile da dahinter sind. Und da haben wir gesagt, das wäre doch zu blöd, wenn wir mit diesem damals schon hochgelobten Kadett GSI-Motor, 2 Liter Hubraum, nicht VW da angreifen können. Also das war so eine strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir mal gegen VW vor. Und wir hatten diesen wunderbaren 2-Liter-Motor. Und der hatte einen hervorragenden Zylinderkopf, weil er enge Kanäle hat. Und die meisten Zylinderköpfe haben zu weite Kanäle. Und die sind dann nicht strömungsgünstig, weil in der Formel 1, Formel 3 darf man kein Material auftragen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kanal zu weit ist, darf man den nicht innen auskleiden und ihn strömungsgünstiger machen. Aber genau dieser Zylinderkopf war hervorragend gut. Nicht nur für den Motorsport, gibt er dann auch viele Varianten noch später im Motorsport von diesem Motor. Und den haben wir uns ausgeguckt und haben gesagt, so jetzt beweisen wir VW, dass das mit einem Opel-Motor mit 4 Ventilen pro Zylinder besser geht. Und wir haben wirklich angefangen, da richtige Basisarbeit zu machen, mit keramischen Ventilen, mit Titanventilen, haben Strömungsuntersuchungen gemacht, haben untersucht, wie von Zylinder zu Zylinder die Klopf Empfindlichkeit ist. Und die Formel 3 hat ja natürlich nicht hoch gedreht, weil dieser Aerostrictor da war. Also man musste schauen, alles auf Drehmoment. Ah, okay. Drehmoment hat ja unglaublich viel, 16,5 Bar Mitteldruck hatten diese Motoren. Und die Ansätze waren gut und dann
ist es ja so, dass man zwar die Basisentwicklung gemacht hat bei uns, zusammen auch zum Beispiel mit dem Patelle-Institut, das einmal in Frankfurt war, haben wir das ganz genau untersucht. Und dann mussten wir einen Partner finden, der diesen Motor nachmacht. Und das Objekt der Begierde war natürlich der Sigi Spies. Ja, okay. Ja, der Spies, leider verstorben. Gerade, ja. Genau. Und ein ganz toller Typ. Ganz beniebig, kann eigentlich nur ein Schwabe sein. Der Sigi Spies war natürlich verheiratet mit VW, weil der hat ja jahrzehntelang diese erfolgreichen VW-Motoren gemacht. Sondern jetzt kommt mein Buddy, wie man so schön sagt, Dr. Grebe, damals noch Doktor, heute Professor bei der AVL in Graz, Geschäftsführer. Und den habe ich beruflich immer hinter mir hergezogen. Und dem habe ich gesagt, Uwe, jetzt brauchen wir einen, der unsere Motoren macht. Der muss überzeugt werden, dass er jetzt wechselt von VW zu Opel. Und der Uwe Grebe ist ja auch ganz ein seriöser Mensch. Die beiden haben sich hervorragend verstanden. Okay. Und dem Uwe Grebe ist es wirklich gelungen mit dem Basiswissen, das wir schon hatten, und mit seiner Überzeugung, dass er gesagt hat, okay, er wechselt von VW zu Opel. Und so wurde dann dieser Motor entwickelt und der Ansatz, wir haben praktisch auf Anhieb die Leistung des Zwei-Ventiler-VW-Motors erreicht. Und immer besser wurde es dann, als wir für jeden Zylinder einen eigenen Klopfsensor gemacht haben. Normal haben Großserienmotoren wie dieser GSI-Motor nur einen Klopfsensor in der Mitte vom Block. Mhm. Und dann haben wir vier Sensoren auf jeden Zylinder etabliert. Und so konnten wir jeden Zylinder separat den Zündzeitpunkt bestimmen. Okay. Das war dann der eigentliche Durchbruch. Und ich kann nur mal sagen, vielen Dank, Uwe, und deine Mitarbeit damals, den Sigi Spies zu überzeugen. Und der Sigi Spies hat also diese Motoren in einer unglaublichen Perfektion gemacht, gebaut, immer mit gleicher Qualität, sind ja alle damit gefahren, sogar der Mike Schumacher noch. Und der Ralf Schumacher sowieso, der Willi Weber war damals Manager schon von Michael Schumacher. Ja. Und den kannte ich auch sehr gut, weil wir auch da mit dem die Fahrer ausgesucht haben. Und der Motor war also unglaublich erfolgreich, er war stabil. Ich habe mir es aufgeschrieben, er lief also 12 Saisonen. Also 12 Jahre, hat 30 nationale Meisterschaften gewonnen, hat 160 Sieger gehabt in der deutschen Meisterschaft. Und da gab es noch eine ganz neue Serie, die hieß Formel 3 Euro-Serie, war 2003. Und auch dieses erste Rennen wurde noch gewonnen. Also ich sage mal, dieses erste Projekt, das wir da bei uns im Motorsport gestartet haben, mit dem Opel Formel 3 Motor, war äußerst erfolgreich. War der Sigi Spies zufrieden mit Ihnen? Ja, absolut. Mit der Entwicklung. Haben Sie da, wie läuft denn so eine Entwicklung eigentlich ab? Also natürlich geht der Motor auf den Prüfstand und Sie haben ja eben schon mal angedeutet, also Sie haben viel mit Titanteilen gearbeitet und Keramikteilen und so. Also das hatte mit dem Original-Serienmotor dann bis auf wahrscheinlich die Eckdaten nicht mehr viel gemeinsam, oder? Naja, das Reglement war äußerst vernünftig und es war äußerst stabil. Wir haben natürlich damals angefangen, als der Aerostrict dann noch 24 mm Durchmesser war, mit variablen Ansauglängen zu spielen. Okay. Also wo man die Trompeten dann länger oder kürzer macht oder auch mit variablen Steuerzeiten durch Verdrehen der Nockenwellen. Aber das war wahnsinnig aufwendig. Und da konnten wir die Regelmaumacher überzeugen und gesagt, okay, tun wir den ganzen Schmarrn weg, machen wir diesen Aerostrictor von 24 auf 26 mm, dann erreichen wir viel mehr und das Ganze bleibt einfach und billig. Und so ist es gekommen und so sind diese Motoren dann in der Leistung etwa auf 220 PS angestiegen. Wie viel? 220? 220, ja. Okay. Und die ganze Zeit, weil dieser Aerostrictor ja da war, hat sich diese Leistung auch später kaum verändert. Also diese Formel 3 war deswegen faszinierend, es war auch eine Schule natürlich für Formel 1 Fahrer, weil sie so lange ein ganz stabiles Reglement hatte. Und deswegen konnten diese Motoren auch immer eingesetzt werden. Und wie gesagt, der Opel-Motor war äußerst erfolgreich und dieser
GSI-Motor, der Kadett GSI, wenn Sie sich erinnern, der war ja damals dem Golf GTI überall überlegen, er war schneller, er war sparsamer. Eigentlich schon, ja. Er hat besser beschleunigt, das alles verdanken wir damals diesem 2-Liter GSI-Motor und damit hat er auch seine erste Bewährungsprobe im Motorsport abgeliefert. Und ein Key waren diese engen Kanäle, die äußerst strömungsgünstigen Kanäle, haben wir noch weiter verbessert mit runden Ventilsitzringen, damit die Einströmung, also wenn das Ventil nur ein bisschen auf ist, muss die Strömung besonders gut sein, anliegen. Und da haben wir einfach die Ventilsitzringe rund gemacht im Querschnitt und das Ventil selber dann auf diesen runden Sitz eingeschliffen. Hat natürlich alles das Siegespiel gemacht. Perfekt. Okay, nicht schlecht. Ist das der Motor, der nachher auch im Astra GSI noch weiterlief? Ne? Ja, natürlich. Der war in vielen drinnen, der war auch später noch in, als die 2 Liter Touren waren, gab es ja auch einmal später, da ist der Motor dann auch noch zum Einsatz gekommen. Ja, okay. Konnte man irgendwas aus der Formel 3 in die Serienentwicklung mit rübernehmen? Nein, das ging deswegen nicht, weil dieses Reglement mit dem Aerostrictor fordert eine ganz eigene Entwicklung. Wie gesagt, sehr viel Mitteldruck unten, wenig Leistung oben, weil das geht halt nicht, weil nicht genug Luft durchgeht. Aber wir haben alles ausprobiert, wie gesagt, Titanventile, bringt das überhaupt was? Haben das alles genau durchgemessen oder auch keramische Ventile. Also man hat viel gelernt dabei. Aber einen direkten Einfluss, dass der Teile später in die Serie gingen, kann ich mich nicht. Das gab es nicht. Haben Sie im Vorwege, bevor Sie eingestiegen sind beim eigenen Motor, mal so einen VW-Motor in die Finger bekommen, um den durchzumessen? Ja, der Sigi Spies hatte natürlich die Daten. Ach ja, der hatte ja mit. Ja, aber der, seriös wie er war, hat er gesagt, ich werde euch niemals sagen, wie viel Leistung der VW-Motor hat, aber aus seinem Gesichtsausdruck war schon zu sehen, dass es wohl mehr ist, als der VW-Motor damals hatte. Nein, es war ein unheimlich seriöser Mensch und wie gesagt, war dieser Teil, dass man den überzeugt, dass der Uwe Grewe das geschafft hat, war ein Key dabei. Und von solchen Sachen hängt dann oft der Erfolg im Motorsport ab. Und wenn wir den Sigi Spies nicht überzeugt hätten, wäre wahrscheinlich, es gab damals keinen, es war ja große Konkurrenz, ne? Da war Alfa Romeo, Honda, Toyota, Mercedes hat dann angefangen, dann alle eh mit 4 Ventiler. Aber der Sigi Spies hat halt die besten Motoren gemacht und deswegen haben wir zum Schluss diesen riesen Erfolg gehabt in der Formel 3. Beeindruckend. Wer mehr über die Formel 3 hören möchte, der kann übrigens ein Stück von Rainer Braun und mir anhören. Da erzählt nämlich Rainer Braun insgesamt mal über die Formel 3 als Karrieresprungbrett. So, und dann war die Formel 3 ja nie vorbei, aber es hat nicht gereicht. Opel konnte natürlich den Hals nicht voll genug bekommen. Es musste auch die DTM sein. Wie ist die Entscheidung gefallen worden? Vielleicht noch zur Formel 3 sagen muss, deswegen schon ein gewisser Bezug zur Serie. Man hat versucht, die Reibleistung dieser Motoren so gering wie möglich zu halten. Okay. Er hatte schon wunderbare Rennkolben, nur mit 2 Kolbenringen. Die Bohrung war vorgegeben, es war ein 93-Zylinder-Abstand vorgegeben, also das durfte man nicht ändern. Der Motor musste ja aus einer Großserie sein, mindestens 25.000 Stück. Und er hatte Titanbläuen und die ganzen rotierenden Massen waren auf ein absolutes Minimum reduziert und dadurch konnte man die Reibleistung. Und das haben wir alles systematisch analysiert, gemessen, sodass wir nachher doch sehr viel mehr wussten, nicht nur über Rennmotoren, sondern wo man auch beim Straßenmotor ansetzen muss. Aber so spezifische Details, dass man sagt, Titanventile gehen jetzt in Serie, dazu waren die viel zu teuer. Dazu war es doch noch zu sehr Opel. Was hat so ein Motor gekostet, ein Rennmotor? Ach, die waren gar nicht so teuer. Es war nicht so, ich weiß es nicht. Ich habe Gott sei Dank nie einen kaufen müssen. Okay, ja, stimmt. Aber es sind natürlich unheimlich viele dann rumgefahren, weil da auch in den ganzen nationalen Meisterschaften eingesetzt wurden. Ja. Tolles Kapitel. Ja, war sehr erfolgreich und war relativ preiswert natürlich. Und die Autos, die Rennen waren interessant, sie waren sehr gleichwertig. Also es waren richtig tolle Kämpfe. Die Autos waren auch nicht so schwer, so 550 Kilo. Und es war richtig eine gute Schule für zukünftige Formel-1-Piloten, wie sich auch später herausgestellt hat.
der Ralf Schumacher, der ist da und da bei uns rumgefahren. Mhm. Ja. Übrigens, wir haben natürlich, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, das muss ich jetzt nochmal nachreichen, wir reden hier über die goldene Zeit von Opel im Motorsport. Ja. Dazu gehört natürlich auch Rallye-Sport. Das haben wir jetzt ausgelassen. Wir reden natürlich eher über die Jahre, wo Sie mitbeteiligt waren. Ja. Und die Rallye-Zeit, wo Walter Röhrl Weltmeister geworden ist, das möchte ich jetzt nicht unterschlagen, aber da waren Sie natürlich nicht dabei. Ne? Nein, das war vor meiner Zeit, da war ich noch bei Alpina, ja, bei Audi, aber der Röhrl hat es ja damals noch geschafft mit dem Opel Ascona, glaube ich, ja, im ersten Jahr des Calibra, des Quattro, sogar gegen die Mouton, glaube ich, noch die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ganz genau, ganz genau. War natürlich teilweise optimale Bedingungen, auch auf der Monte Carlo zum Beispiel war es relativ trocken, sonst hätten die keine Chance gehabt, aber das jährt sich übrigens nächstes Jahr zum 40. Mal. Das ist vor 40 Jahren gewesen. Das ist unglaublich, ne? wie die Jahre rennen und wie präsent eigentlich noch die Bilder sind. Das verdankt man natürlich auch dem Walter Röhrl, der in meinen Augen sowieso einer der allergrößten Fahrer ist, die es, glaube ich, je gegeben hat. Kann was dran sein, ja. Mit der mit jedem Auto umgehen konnte. Ne? Und ich kenne ihn noch aus der Alpiner Zeit. Da gab es ja auch so Rennen noch in Frankreich und damals fuhr er, glaube ich, so ein BMW 2002. Mit einem 2-Liter-Motor, mit 4 Trompeten und so. Also ich habe ihn immer hochgeschätzt und nicht nur, weil ich einmal mit ihm im Tesla gefahren bin. Sind Sie? Sie ja, sind mit Walter Röhrl im Tesla gefahren, Herr Professor Indra. Köstlich. Konnte das Auto Sie beide überzeugen? Wann war das? Nein, das war Auto des Jahres von der Bild-Zeitung, glaube ich. Okay, das goldene Lenkrad. Goldene Lenkrad. Und ich war dazu eingeladen und das war in Italien auf der Fiat Teststrecke. Ja. Und dann sehe ich da den Walter Röhrl und sage, Walter, komm jetzt vor, warum ein Tesla? Und der Walter setzt sich natürlich ans Lenkrad und ich sage zu ihm, Walter, pass auf, ist nicht ganz ungefährlich, sei ein bisschen vorsichtig. Und der Walter beschleunigt so 2-3 Mal, ist sehr beeindruckt, fährt so 3-4 Kurven und will dann wieder Vollgas geben. Und dann sagt er zu mir, Fritz, jetzt ist der Motor kaputt. Sag ich, nee, Walter, sei froh, dass der Temperatursensor in der Batterie funktioniert hat, weil der schaltet, wenn du die Batterie zu stark forderst. Das heißt, wenn du ein paar Mal ordentlich beschleunigst, wird die Temperatur zu hoch. Und wenn der dann nicht die Leistung wegnimmt, dann besteht die Gefahr, dass die ganze Batterie explodiert. Also das waren meine Erfahrungen mit dem Walter Röhrl in einem Tesla. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen zurück. So, jetzt zurück zu Opel. Ja. Bevor wir uns wieder verrennen. Ja. So, die DTM. Eine tolle Spielwiese, weil das natürlich sehr seriennah ist. Und das ist übrigens eine Serie, wo ich unzählige Zuschriften bekommen habe. Ich auch mit Rainer Braun schon viel zu gemacht. Und es gibt ein paar Onboard-Videos und jetzt auch mit Klaus Ludwig und so. Das ist einfach fantastisch, weil es damals noch straßenähnliche Autos waren. Zumindest die Anfänge waren so. Wir kommen nachher noch zu ITC. Da war es dann ein bisschen anders. Aber am Anfang, wann war Ihr Anfang in der DTM? Ja, der Anfang war fürchterlich, weil wir wollten Motorsport machen, hatten aber noch kein geeignetes Auto. Aber es war, und das wurde natürlich alles bei mir damals in der Vorausentwicklung gemacht, meine Leute haben das gemacht, es war der Opel Calibra. Hm. Der war schon bei uns in der Vorausentwicklung, auf dem Bild, also noch nicht Realität. Und da haben wir gleich, der war auf Basis vom Opel Vectra, also die Plattform war Opel Vectra. Und der Erhard Schnell, einer der begnadendsten Stilisten, die ich je kennengelernt habe, hat eine wunderbare Karosserie gemacht für diesen Opel Vectra. Und das ist der Opel Calibra geworden. Und Ziel war auch CW-Wert 026, was heute noch ein Spitzenwert, ein wunderbares Auto. Aber das gab es noch nicht. Aber wir haben gesagt, eigentlich wollen wir überhaupt einmal anfangen und haben den Opel Omega gehabt. Wie Sie sagen, noch richtige Tourenwagen. Ja. Opel Omega, da haben wir dann eine kleine Serie bauen müssen, der hieß dann Opel Omega 3000 und haben auf diesen 6-Zylinder-Reihenmotor, der da drin war, viel zu groß, viel zu schwer, hätte viel zu viel, kann man bis 4 Liter Hubraum machen, aber er hatte nur 3 Liter erlaubt. Da haben wir noch einen sehr schönen 4-Ventil-Zylinderkopf drauf gemacht und das war der erste Einsatz bei uns, bei Opel im Motorsport in der DTM. Wir reden über das Jahr 1990, ne?
Es müsste ja. Also vorher sind sie ja Kadett noch gefahren oder diese ganz alten Zeiten, wo der, also da gab es ja mal einen Podestplatz, glaube ich, in der Produktionswagenmeisterschaft und so. Aber gut, ich glaube 1990 war das mit dem Omega. Das kann gut sein. Ja. So, und die Ergebnisse waren so wahnsinnig frustrierend, weil natürlich die Mercedes da mit ihrem 190er, der war viel kleiner, viel leichter, der Opel war viel zu schwer. Ja, und BMW mit dem M3, ne? Ja. Ja, auch nicht schlecht. Das war wirklich aussichtslos. Und wir haben uns eigentlich nur blamiert. Aber wie gesagt, waren auf dem Zeichentisch, und damals hat man ja noch gezeichnet, war schon der Opel Calibra. Mit sehr guten Aussichten, dass man mit dem einmal reingeht. Und dieser Omega 3000, der hat mich immerhin dazu gebracht, dass ich zum Rauchen aufgehört habe. Wie es so üblich war damals, haben wir alle geraucht beim Motorsport. Ne? Und ich auch. Ja. Und der Stritzek war damals schon so ein bisschen der Einsatzleiter. Ja. Und dem habe ich gesagt, Herr Stritzek, ich rauche erst wieder eine Zigarette, wenn Opel die Meisterschaft gewinnt. Oh, das ist aber eine lange Lücke. und die Geschichte, gut, das hat bis 96 gedauert. Ja. Keine Zigarette geraucht. Und dann hat mir der Volker Stritze wieder eine angeboten, 96. Aber ich sage, danke, jetzt schmeckt es mir nicht. Also man muss solche Gelübde machen, um sich irgendwas Wichtiges abzugeben. Also okay. Der Omega 3000 war fürchterlich. So, aber wie gesagt, Vorausentwicklung. Und wir hatten den Calibra im Visier. Und das war die Kunde, es mussten ja viersitzige Autos sein. Das heißt, vom Reglement ist dann eine gewisse Kopfhöhe vorgeschrieben, damit das Auto einem Viersitzer entspricht. Konnte zwei Türen haben, hat der Calibrena gehabt, aber man musste hinten sitzen können. Das war ein bisschen schwierig, weil es war kein richtiger Tourenwagen mehr, weil natürlich aus aerodynamischen Gründen hinten die Linie abfallen musste. Mhm. Ja, und dann kam man so die TÜV-Leute, wir haben natürlich vorher, die legen dann so einen Metall, es schaut aus wie ein halber Popo, ist auch aus Metall, und da ist eine lange Stange drauf und das misst dann nach oben den Abstand zum Dach. Ja, okay. Das muss ein gewisses Maß haben, sonst wird der nicht zugelassen als Tourenwagen. Ne? Also wir haben vorher schon ein bisschen diese Sitzpolster hinuntergedrückt, damit sich das ausgeht. Und mit ein bisschen guten Willen wurde das Auto als Tourenwagen homologiert. Und das war natürlich dann der wichtige Schritt. Und wir haben angefangen, alles bei uns in der Vorausentwicklung, da ein richtiges Rennauto drauf zu machen. Jeder weiß ja, Vectra und Calibra hatten ja Quermotoren. Mhm. Aber mit einem Quermotor kann man natürlich da überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Und so haben wir natürlich das Rennauto gleich gemacht mit V-Motor in der Reihe, also nach hinten eingebaut. Das Reglement hat erlaubt, einen Motor aus dem Konzern zu nehmen. Also es musste nicht der Motor zum Rennmotor gemacht werden, ja, okay, der in dem Auto drin ist. Der hatte natürlich den Vierzylinder KSI-Motor, den guten. Aber damit war nichts zu machen. Wir brauchten auch, das Reglement war 2,5 Liter Hubraum. Und wir hatten damals auch für Opel einen ganz neuen V6, den sogenannten 54 Grad. Der Bankwinkel war nicht 60, sondern 54. Damit er ein bisschen enger ist und überall reingeht, hatten wir gemacht. Und das war der erste Rennmotor für den Calibra. War wahnsinnig schwierig, weil auch dieser Motor hatte diese berühmten 93 mm Zylinderabstand. Mhm. Aber im Rennsport will man ja möglichst große Durchmesser machen vom Kolben, damit der Hub klein wird. So, jetzt haben wir diesen Motor aufgebohrt bis auf 90 Bohrungsdurchmesser, bei 93 Zylinderabstand. Das heißt, zwischen den Zylindern war nicht mehr viel Platz. 3 mm. Da haben alle gesagt, das kann nie funktionieren. Aber da gab es diesen wunderbaren Vermicolla-Graphit-Guss, ein ganz hochwertiger Grauguss, den haben wir dann mit der Firma Fritz Winter, haben wir solche Blöcke abgegossen in diesen Vermicolla-Guss. Und das ist so stabil, dass das wunderbar funktioniert hat. Wir haben mit Cosworth zusammengearbeitet und die haben immer noch gesagt, es ist ein Wunder, wie steif und wie solid dieser Block ist. Okay. Also das war der erste Motor
für den Calibra. Sie konnten ganz kurz, Sie konnten den Block abgießen, wie Sie wollten. Das musste nicht das Material sein, was in der Großserie verwendet wird. War der Originalguss. Nur ein anderes Material hinein. Ja, genau, das meine ich. Ja, das ging, das war okay. Es musste aber dasselbe, also wenn es ein Grauguss war, muss ein Grauguss bleiben. Ah, okay. Du durftest zum Beispiel nicht, wenn es ein Grauguss-Block ist, Aluminium hineinschütten. Ja, verstehe. Wenn nicht funktioniert hätte, ne? Nee. Wäre sofort kaputt gegangen. Ja. Aber ich muss einmal beim Audi Quattro probiert, einfach Alu reinschütten in einer Grauguss-Form. Ziemlich hoffnungslos, das funktioniert nicht lang. Okay. Aber dieser Motor dann zusammen mit diesem hochfesten Grauguss, war die erste Ausbaustufe. Wir haben gleich gesagt, wir machen Vierradantrieb. Mhm. Natürlich mussten, wegen Gewichtsverteilung, haben wir gleich das Getriebe da weit nach hinten geschoben, samt dem Motor. Und um den Vierradantrieb zu machen, mussten wir jetzt mit einer Welle aus dem Getriebe wieder nach vorne kommen, quer durch die Ölwanne und dann zu den Vorderen. Das war also das erste Rennfahrzeug, Calibra. Es war quasi ein Schnellschuss, damit wir überhaupt einmal die Erlaubnis kriegen, weiterzumachen. Und es war am Anfang schwierig, weil ich auch diese blöde Idee hatte, um die Kurbelwelle leicht zu machen, haben wir die Lager für die Pleuel, die sind ziemlich groß, die haben auf innen voll ausgedreht und wieder zugestoppt, damit die Kurbelwelle leichter wird. Das heißt, das Öl, das nun das Pleuellager oder die Pleuellager geschmiert hat, war zuerst in einem Raum. Und dann ging es zum Pleuel. Und das kann ich nur jedem raten, bitte nie machen, weil es schäkert, das Öl wird in diesem Raum dauernd durch die Vibrationen und Zünddruck und nicht durchgeschüttelt und mit Luft vermischt. Okay. Und wir haben, glaube ich, drei Motoren geopfert. Das war unvorstellbar. Wieso da die Lager kaputt gehen? Das kann gar nicht passieren. Und dann sind wir draufgekommen, haben das wieder zugestöpselt, ganz zugemacht oder mit einer Masse ausgefüllt und nur die Bohrung durch. Und dann war der Motor standfest. Dann gab es ein entscheidendes Rennen. Das war Ende 95. Nee, Sie meinen das erste Rennen, das war 93 in Hockenheim, das Saisonfinale, ne? Ja, richtig. 93. Da haben wir mit diesem ersten Motor bewiesen, ich glaube, wir sind Dritter geworden. Ja. Und wir haben bewiesen, dass es funktioniert und das war schon ganz gut für den Anfang. Und wir haben schon gemerkt, dass die Begeisterung des Publikums bei den Rennen für Opel war unvorstellbar. Man hatte den Eindruck, da in Hocken, mir rinnt es heute noch hin und wieder über den Rücken kalt runter. Die Fahrer haben ja damals ihre Autos mit den Mechanikern zum Start geschoben, zur Startaufstellung. Mhm. Und immer wenn da so einer kam mit einem Opel, egal welcher Fahrer, die Massen haben getobt. Also gefühlsmäßig waren da immer zwei Drittel Opel-Zuschauer und vielleicht ein knappes Drittel Mercedes. Ja, ich glaube auch realistisch, nicht nur gefühlsmäßig, das war, und gerade Hockenheim ist natürlich dieser Kessel, ja. das ist irre, oder, von der Atmosphäre. Das war irre, dieses Gelb, das Fahnenmeer, was da immer war. Also es war wirklich fantastisch. Also wir haben bewiesen, dass das Auto geht und waren uns auch klar, wo die Schwachpunkte sind und haben dann gesucht im Konzern einen besseren Motor, der wirklich zu einem Rennmotor, echten Rennmotor gemacht werden kann und sind auf den Isuzu. Isuzu war Bestandteil des GM-Konzerns. Okay. Und dann haben uns die Behörden haben uns das wirklich abgenommen. Das ist ein Konzernmotor und es ist interessanterweise ein 75-Grad-Motor, also wie der V6 und der Winkel war jetzt etwas mehr 75 Grad, ideal. Warum ist das ideal oder was ist der Vorteil, da weiterzugehen? Naja, er wird niedriger. Ja. Ich denke, weil da runtergehen, er war schon niedriger. Schwerpunkt tiefer, ja. Ja, und er war auch aus Aluminium. Okay. Und er hatte nasse Laufbuchsen und da haben wir wirklich zusammen mit Cosworth so alles reingepackt, was einen richtigen Rennmotor ausmacht. Und ich habe damals gelernt, diese pneumatischen Ventilfedern, die ja faszinierend sind, die heute seit damals, als die Formel-1-Motoren 18.000, 19.000 gedreht haben, sind nur mehr pneumatische Ventilfedern. Und das Tolle ist,
das Carbindilfeder brechen kann. Deswegen sind diese Motoren auch heute, gibt in der Formel 1, jeder, der sich wünscht, dass der Verstappen gewinnt oder der Hamilton, der wartet immer drauf, dass einmal ein Motor kaputt geht vom anderen. Passiert irgendwie nicht. Alle, ne? Gehen alle nicht kaputt, ja, weil sie keine mechanischen Ventilfedern mehr haben. Also das war faszinierend, was wir mit diesen, habe viel darüber geschrieben, veröffentlicht, Vorträge gehalten, was man mit diesen Ventilfedern alles machen kann. Und das war so toll, also diese Motoren hatten natürlich immer noch 2,5 Liter Hubraum, treten so knapp 13.000, mehr ging nicht. Mhm. So, und die hatten, obwohl sie einen halben Liter weniger Hubraum hatten als die ursprünglichen Formel-1-Motoren, mit denen noch Niki Lauda fuhr, 3 Liter Hubraum, die hatten etwa so 500, 510 PS. Und dieser Isuzu-Motor, also in der Rennversion, hatte dann 520 PS mit viel weniger Hubraum. Und Katalysator hat er auch noch gebraucht. Also der richtige Auspuff. Also man sieht, was man damals alles schon machen konnte mit pneumatischen Ventilfedern. Ja. Er hat zu Niki Lauders Zeiten in der 3-Liter-Klasse Formel 1 die pneumatischen Ventilfedern erfunden hätte, der wäre uneinholbar gewesen. Wahrscheinlich, ja. Also das war wirklich faszinierend. Und dann hatten diese DTM-Rennen, die hieß er dann ITC, noch ganz eigenartig, es waren immer 2 Rennen. Und zwischen den Rennen waren 20 Minuten Pause. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass man sagt, es geht irgendwas am Motor kaputt. Und es war Entwicklungsziel zu sagen, wir müssen eine Konstruktion finden, trotz Vierradantrieb, dass wir den Motor in weniger als 20 Minuten wechseln können. Das war das Ziel. Das war das Ziel, natürlich. Weil die anderen hatten ja Hinterradantrieb. Ja. Wenn Hinterradantrieb, dann nimmt man dann vorne das ganze Stoßdämpfer, ist ja meistens so ein Modul, das nimmt man weg und der Motor steht da und man löst ihn vom Getriebe und ein bisschen Benzin, ein bisschen Strom und schon kann man den Motor wechseln. Okay. Beim Vierradantrieb, wenn jetzt die Querwelle für die Vorderachse durch die Ölwanne geht, ist das unmöglich. Da müssen sie die Halbwellen wegbauen, muss man alles abkuppeln und dann muss man den Motor, also 20 Minuten unmöglich. Und da haben wir die sogenannten Ohrwascheln erfunden. Also das Getriebe samt Motor war ganz weit hinten eingebaut. Aber wir wollten natürlich die Vorderräder antreiben und haben aus dem Getriebe vorne Stirnräder, beide Seiten, so nach vorne gebaut mit Stirnrädern. Und von dort wurden dann die Vorderräder angetrieben. Und dazwischen saß der Motor und hatte mit dem Vierradantrieb nichts zu tun. Okay. Das war eine einmalige Situation. Und wir kommen dann genauso wie bei allen anderen. Der ganze Antrieb blieb im Auto beim Motorwechsel. Und diese Ohrwaschung hat man gesehen und die Wellen zu den Rädern nach außen. Und dazwischen war der Motor. Und dann konnte man wunderbar nach vorne rausziehen. Damit war der Motorwechsel, der gewünschte, auch da in 20 Minuten erledigt. Und unser Partner damals war ja die Firma Jöst, die auch viel mitgeholfen hat. Das Werksauto wurde praktisch immer von Jöst betreut, auch eingesetzt. Bei Opel hat man ja, in den Firmen hat man ja nie diese Kapazität von Mechanikern, dass man da 2, 3 oder 5 Autos einsetzt. Deswegen wurde das immer ausgelagert. Dagsbeet hat gemacht, Rosberg hat gemacht, Unterjöst hat das Werksauto gemacht. Also es war eine unglaubliche Lösung, die es auch bisher noch nie gab, wahrscheinlich nie mehr geben wird. So, und dieses Auto war ja, es gab dann ganz viele Berichte drüber, war ja ein technisches Wunderwerk. Das war das wahrscheinlich das höchst entwickelte Rennfahrzeug, was es überhaupt je gab. Nur ein paar Feinheiten. Es hatte natürlich ABS. Wenn man gesagt hat, wenn jeder Golf oder Polo ABS hat, muss man es im Motorsport auch machen. Aber die ABS-Entwicklung ist sehr schwierig, wenn man Vierradantrieb hat, weil ja die Massen, die man da immer verzögern muss, das macht immer die Zetteln auf und zu. So, die sind sehr groß beim Vierradantrieb, weil man ja immer diese ganzen Massen mit dem
Welle nach vorne und die Stirnräder, muss man ja alles immer mit beschleunigen und wieder öffnen. Ah, okay. Deswegen haben wir mit Bosch damals einen, sonst wird der Reifenverschleiß zu groß, ein ganz neues ABS entwickelt, hat funktioniert. Das Auto hat vollautomatisch geschaltet. Das heißt, die Kupplung hat der Fahrer nur gebraucht zum Start. Dann war das so programmiert, wenn der Motor die Höchstdrehzahl erreicht hat, nicht wie heute in der Formel 1, dann drückt der Fahrer, hat er automatisch geschaltet auf den nächsten Gang. Okay. Und dann auf der Geraden, das war genau vorprogrammiert, wann immer der den nächsten Gang genommen hat, ohne die Kupplung zu betätigen. Wir haben dabei die Zündung zurückgenommen und den Sprit abgeschaltet. Der Motor lief immer voll. Also nochmal, genau, die Kupplung wurde tatsächlich nicht gekuppelt, nein, sondern es wurde einfach reingeknallt, der Gang. Ne? Ja, dumm. Das ist mit der Formel 1 heute auch so. Bumm, ja. So, und das heißt, und wenn der auf die Kurve zufuhr, auf die Bremse stieg, dann hat er automatisch zurückgeschaltet. Da gab es den sogenannten Blipper. Ist der ein kleines Gerät, das Zwischengas gegeben hat. Alles vollautomatisch. Ne? Auch ohne Kupplung wieder. Ohne Kupplung. Mit dem Zwischengas und der nächste Gang war drin. So, der Fahrer konnte sich voll konzentrieren aufs Fahren und auf Bremsen. Ja. Dann ging es weiter. Das Auto hatte Stabilisatoren vorne und hinten, die programmiert waren. Das heißt, die Stabi-Wirkung wurde je nach Kurve und je nach Rennstrecke geändert. Und während der Fahrt, wenn dann die nächste Kurve kam, und es war notwendig, dass man dort mehr oder weniger Stabi vorne oder hinten hatte, wurden durch Verdrehen so Schwerter, wurde die Stabi-Wirkung verändert. Es war ein unglaubliches Meisterwerk. Ja. Ein besonderer Gag war auch der CW-Wert. Jeder weiß ja, wenn man Autos vorne zumacht, wird die Aerodynamik besser. Mhm. Logischerweise, weil der Wind nicht mehr durch den Motorraum muss, wo er viel Widerstand hat, sondern er wird dann außenrum geleitet. Mhm. Da ist natürlich viel weniger Widerstand als im Motorraum drinnen. Also haben wir gesagt, wir machen die Kühlerjalousie zu auf der Geraden. Da haben alle gesagt, kann überhaupt nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Also auf der Geraden ist die automatisch zugegangen. In dem Moment wurde natürlich dann heißer der Motor. Ich kann sagen, wo die meiste Kühlluft kommt eigentlich, ne? Ja, aber das hat er vertragen. Dann kam die Bremszone. Mit dem Betätigen des Bremspedales hat die Jalousie aufgemacht und hat jetzt diesen Wärmestau wieder voll abgegeben. Und auf der nächsten Geraden hat die Kühlerjalousie wieder aufgemacht. Guter CW-Wert. Der war dann so 0,4. 041, was sehr gut ist. Für ein Rennauto. Mit Flügeln, ne? Ja, ja, klar. Die breiten Reifen und alles, ne? Ja, ja, das ist schon ein sehr guter Wert. Ja. Und am Anfang waren die Mercedes auf der Geraden sogar ein bisschen schneller als der Calibra, während der Calibra auch durch den Vierradantrieb in den Kurven eindeutig überlegen war. Ich werde auch nie vergessen, wie noch einige dieser grandiosen Siege, das war, glaube ich, am Norrisring, da saß dann der Werner und der Hubert, die zwei obersten Mercedes-Leute. Opel hat gemacht 1, 2, 3 Platzierung. Und der Schneider war, glaube ich, Vierter. Und die saßen da auf der Boxenmauer nach dem Rennen. Und ich ging da vorbei, habe gesagt, grüß Gott, und die haben nur mehr den Kopf geschüttelt. Und gesagt, das kann nicht sein, dass ein Opel, zuerst haben wir VW mit dem Formel 3, wirklich gut vorgeführt und dann haben wir mit einem Opel war wirklich Highfly, wir hatten das erste 3-Liter-Auto, wir hatten den Max, auf der IAA hat sich alles und wir hatten Top-Leute an Bord, nicht nur in der Technik, der Handwillen Gabe war damals, hat PR gemacht, also es war ein unglaublich tolles Team, was bei Opel war und deswegen hat das auch alles so gut funktioniert. Mhm. Also wir haben es dann tatsächlich geschafft mit diesem Auto, das sehr kompliziert war, aber es war halt das Reglement so. Man durfte das alles machen und ohne dass wir es gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich nie gewonnen. Und jetzt kann man sagen, es ist kompliziert, aber im Rahmen der Kompliziertheit war es doch noch relativ einfach. Naja, was man mit Geld alles so kaufen kann. Ne? Das war, glaube ich, vom Budget her, war das fast Formel-1-Niveau. Ne?
Na, das war, ja, es war natürlich, ja, Formel 1 damals war ja noch nicht so teuer. Ne? Aber es war toll, es war für Opel toll, es hat genau in die Zeit hineingepasst. Ja. Woher wusste das Auto eigentlich, wo es auf der Strecke war? GPS gab es ja nicht, ne? Bitte? Doch, GPS? Da gibt es einen P1-Sensor, oder wie der geheißen hat. Okay. Das Auto wusste immer ganz genau, wo es ist. Punkt der Rennstrecke es ist. Okay. Nur deswegen konnte der auch immer zum Beispiel richtig zurückschalten. Ja, eben, das meine ich ja. Schlecht ist, wenn er sich gedreht hat, dann musste er das wieder zurücksetzen. Aber in Summe war es technisch ein faszinierendes Produkt und es war auch dann in allen Medien, in der Schweizer Automobilrevue, in allen Medien war der Cur Libra als das Highlight im Motorsport und es war so schön und die, wie gesagt, die Zigarette, die hat mir dann nicht mehr geschmeckt, als der Volker Stritze kam und sagt, Herr Doktor, jetzt dürfen Sie wieder eine rauchen. Ich sage, danke, jetzt schmeckt es mir nicht mehr. Hat er erst die Erfolglosigkeit was Gutes und dann hat es auch was Gutes gehabt, dass sie hätten rauchen dürfen und nicht mehr wollten. Eine Frage noch, es gab ja noch eine interessante Sache, auch wo Sie gerade sagten, dass da die Mercedes-Leute saßen und den Kopf geschüttelt haben. Das gab ja auch einen ganz delikaten Fahrerwechsel, nämlich Klaus Ludwig, der ja bei Mercedes war und dann ist er da irgendwie zu der Meisterfeier nicht gekommen oder zu spät gekommen und da hat doch der Hans-Werner Aufrecht einen riesen Zauber veranstaltet und hat der Ludwig gesagt, also jetzt reicht's mir. Und ist dann doch sofort zu Opel gekommen. Haben Sie bei diesen ganzen Fahrersachen was mitbekommen oder können Sie sich an die Fahrer erinnern? Manuel Reuter, Keke Rosberg, Klaus Ludwig sind so die drei. Der Walter Dreser einen sehr guten Job gemacht. Ja. Der hat ja ursprünglich auch bei Audi schon die Michel Mouton zu Audi geholt. Dreser war ja vorher bei Audi Motorsport und ich habe ihn dann geholt zu Opel Motorsport. Mhm. Und der Dreser hat sich viel mehr, also ich habe dabei bei Fahrern überhaupt nichts reingeredet, aber die wirklich guten Fahrer, die wissen natürlich auch immer, in welchen Autos sie sitzen müssen, ne? um ganz vorne zu sein. Und es war den meisten klar, du kannst nur Meister werden, 96, in einem Calibra. Es ging nicht mit Alfa, es ging nicht mit Mercedes. Und das Schöne ist halt, dieses Erfolgserlebnis, weil Mercedes hat halt immer gerade im Motorsport so auf Opel, obwohl Opel wirklich, auch mit den neuen Motoren, Opel war wirklich gut. Wir waren toll bei den Serienautos, erfolgreich. Aber wenn man dann als Mercedes von so einem Opel geschlagen wird, und zwar so dominant, das war natürlich ein Teil des Erfolges dieses gesamten Projektes Opel Calibra. Ich glaube, der stärkste Konkurrent damals vom technischen Wettrüsten her war eigentlich Alfa. Ne? Gar nicht mal Mercedes, BMW, sondern Alfa, die das alles auch mit Allrad gemacht haben und so. Ja, die waren nicht zuverlässig. Die waren schnell, aber nicht zuverlässig. Und wir haben halt von Haus aus in diesem Calibra auch bei den Radaufhängen, und das war ja alles vom Feinsten. Das waren überall Doppelquerlenker, vorne und hinten, Pushrod, Betätigung, die Stoßdämpfer mit Federn lagen obendrauf in der Formel 1. Wie gesagt, diese Stabilisatoren. Es war wirklich ein unglaublich tolles Rennauto mit allen Feinheiten. Und da kamen die anderen halt nicht mehr hin, weil dann natürlich, wenn man draufkommt, dass Vierradantrieb doch besser ist. Dabei war leider kein einziges Regenrennen. Sonst hätte man wahrscheinlich... wäre man da um die Kreise gefahren, den anderen. Ja. Aber ich glaube, es war nicht ein Ringer. Und es ist, glaube ich, sogar dann Nigel Mansell einmal gefahren bei dem Rennen in England. Okay. Also die Rennen waren ja verteilt auf verschiedene Länder und so wurden auch verschiedene Fahrer eingesetzt. Und der Klaus Ludwig hat natürlich, ich glaube, hat sich ein bisschen zurückversetzt gefühlt gegen den Schneider bei Mercedes. Und hat deswegen angeheuert bei Opel und der Keke Rosberg, das ist ja der Manuel Reuter, hat es ja zum Schluss geschafft, weil er die meisten Punkte hatte. Und das Team Jöst hat einen hervorragenden Job gemacht. Immer in der Vorbereitung der Autos, das war absolut top. Ja, der hat 1996 dreimal gewonnen und 6 weitere Podiumsplätze noch geholt mit dem Wagen. Ne? Noch besser über die Ergebnisse als ich. Ich habe gespickt. Nein, das Auto war wirklich auch von der Gewichtsverteilung
von allen. Man konnte auch relativ wenig Flügel fahren, weil er hinten relativ schwer hatte, drei Kraftstofftanks hinten. Und der Trockenstoffbehälter war hinten. Ah, das stimmt, da wurde von den Tanks noch hin und her gepumpt während der Fahrt. Ja, ne? ja. Also es waren unheimlich viele Raffinessen in dem Auto drinnen. Und es gab es da nicht auch diese verschiebbaren Gewichte unter dem Boden? Ja, das ist verboten worden. Das hat man in der Formel 1 auch gehabt, aber nicht während der Fahrt. Okay, gab es irgendwelche Tricksereien in dem Wagen, wo Sie gesagt haben, da war es ein bisschen vom Reglement her knapp? Ja, im Motorsport wurde noch nie getrickst. Nein, die Trickserei war am ehesten am Anfang, dass man gesagt hat, Zulassung als Tourenwagen mit der Sitzhöhe hinten. Und das Auto war auch so ausgereizt, dass der Fahrer, der saß ja schon fast auf der Rücksitzbank, ja. Gab es ein Reglement, dass der Sitz so weit nach hinten darf, dass er die hintere Kante der hinteren Sitzbank berührt. Ja, okay. Das war wirklich ein unglaubliches Auto. Die Auspuff waren so in Sidepipes verlegt. In den Schwellern drinnen waren die Auspuffanlage und sie wurde hinten in zwei Katalysatoren, das waren Katalysatoren vorgeschrieben. Also man hat schon damals geschaut, sauberer Motorsport ist immer gut. Ne? Ja. Ja, Entschuldigung. Ich gerne an die Zeit zurück. Ja, das davon gehe ich aus. Wenn das nicht erlaubt worden wäre, ich meine, das ist natürlich auch blöd, jetzt darüber nachzudenken, zumal es erlaubt wurde, aber hätte man dann den Vectra genommen, also die Basis vom Calibra, oder hätte man sich dann verabschiedet? Der war im CW-Wert so viel schlechter. Ah, okay, wobei der auch ziemlich gut war im Klassenvergleich, ne? Ja, es war dasselbe Auto. Es genau. War nur andere Karosserie, aber da haben wir hatten bei Opel auch hervorragende Aerodynamiker. Und da war wirklich das Ziel, Fritz Lohr war der Oberchef und der hatte ein unglaublich gutes Gespür, was wichtig ist in der Zukunft. Und der hat gesagt, ich will 0,26. Und das war damals, das erreichen heute kaum die besten Autos. Ich glaube, es gibt einen Mercedes, der hat das auch. Aber es war damals wirklich ein Zielwert und es war natürlich dann die Topspeed. Mhm. Ja, ich weiß noch, wie das durch alle Zeitungen ging, dass der Calibra so der CW-Wert-Weltmeister war. Ne? Ja. Und ja, tolle Zeit, klingt gut. War gar nicht so schwer, das gehört ja auch immer noch. Also es hatte dann 520 PS und hat nur knapp über 1060 Kilo. Hat es gewogen, während der Calibra in der Straßenausführung 1300 Kilo, was heute auch wenig ist. Ja. Aber damals war 1360 Kilo war der Calibra auf der Straße und das Rennauto wog nur 1060 Kilo. Also war eine tolle Zeit. Leider ging es danach nicht nur im Motorsport, sondern mit Opel Stück für Stück bergab. Ja. Wo wir heute stehen, das wollen wir nicht anschauen, oder? Ja, wer weiß, vielleicht geht es ja jetzt mit Stellantis wieder ein bisschen aufwärts und die Marke wird neu positioniert. Also zu wünschen wäre es Ihnen, finde ich. Also ich finde, Opel ist so eine tolle, eine traditionelle Marke mit immer noch großen Fans. Ne? Und auch im Motorsport haben die große Fans, aber ja, ist eine gute Frage, ob man sich nochmal über den Motorsport positionieren kann. Ne? Die Kunst ist ja auch, eine Marke richtig im Markt zu positionieren. Ne? Ja. Ist zum Beispiel für Opel völlig sinnlos, zu sagen, ich will BMW oder Mercedes angreifen. Mhm. Und der Fritz Lohr, das war damals mein Chef, also der oberste Vorstand da bei Opel, der hat ein unglaublich gutes Gespür, was ist Opel eigentlich? Mhm. Das Auto muss technisch sehr gut sein, es muss preiswert sein, es muss viel Kofferraum haben. Also er hat auf die breite Mittelschicht gezielt mit seinen Produkten und war damit wahnsinnig erfolgreich, auch in Ostdeutschland. Mhm. Da war ja die Öffnung vom Osten. Opel hat unglaublich gut verkauft im Osten und deswegen auch so gute Geschäfte gemacht. Leider so gut, dass wir ganz viel Geld dann nach 96, deswegen wurde ja auch der Motorsport gestrichen, ab 96 nach Amerika schippen mussten, weil es GM überhaupt nicht gut geht. Also es war nicht immer so, dass GM Opel geholfen hat, sondern Opel hat zwischendurch auch einmal GM, gerade in der Zeit. Und dann wurden leider viele Projekte. Da gab es vom Calibra ein Cabriolet. Mhm. Und auch noch der Erhard Schnell. Es war ein Traumauto. Der Irmscher sollte es bauen. Vom Tigra
gab es auch ein Cabriolet. Dieser Max war, es waren so viele tolle 3-Liter-Auto. Es war eigentlich alles am richtigen Weg. Mhm. Naja, und dann haben, naja, meistens sind ja dann doch Menschen, die das entscheiden. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber dann wurde eben entschieden, viel Geld nach Amerika. Ja. Und dann sind viele Projekte leider gestorben, unter anderem auch der Motorsport. Ja. Und dann haben Sie gesagt, ich gehe dem Geld hinterher und sind zu GM gegangen. Das ist ein das hat sich zufällig ergeben. Oh, naja. Bei Ihnen glaube ich nicht so richtig an Zufälle. Bei GM war ja auch ganz toll im Motorsport. Ne? Ich war ja damals dort auch verantwortlich für diese Corvette-Rennmotoren. Also der Motorsport hat mich sowieso fantastischerweise immer begleitet. Und dort war auch wieder Motorsport ganz toll. Und GM war sowieso toll, damals. Ja. Und heute, naja gut, jetzt haben sie endlich ein Corvette gemacht mit Mittelmotor, die ja ganz gut ankommt. Mhm. Aber so einen richtig dezidierten Motorsport gibt es eigentlich im ganzen Konzern nicht. Was Peugeot macht, Peugeot glaube ich Rallye, oder? Was macht mhm. Peugeot? Ich glaube auch. Rallye. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt nicht so firm jetzt im aktuellen Sport. Aber apropos aktueller Sport, glauben Sie, dass Sie dieses Jahr das erste Mal Ihre Formel-1-Wette verlieren? Es schaut schlecht aus. Ja, ich weiß es nicht. Ich schaue mir jedes Rennen an und denke mir, naja, und da könnte und sollte. Es wird verdammt schwierig, weil also, der Verstappen keine Fehler mehr macht. Ne? Ja, eben. Also ich muss sagen, aus großem Eigennutz bin ich dieses Jahr für Red Bull. Es ist eh so wurscht. Natürlich bin ich immer für alle und der Sieger hat es verdient. Aber der Dr. Marco hat mir ein Podcast-Interview zugesagt, wenn sie Weltmeister werden. Er sagt, dann ist seine Laune so gut, dass wir das mal machen können. Also ich hoffe, dass Red Bull Weltmeister wird. Naja, ich schreibe auch gerade eine Geschichte für Automotor und Sport, warum Mercedes jetzt schon 7-mal Weltmeister wurde. Wir haben ja auch ein Video darüber und da erkläre ich noch einmal genau, wie das ist mit diesen Hybridsystemen. Der Motor, ja. Das war der Riesenerfolg von Mercedes und nichts gegen die Fahrer. Aber du musst natürlich, wenn du 7-mal hintereinander Marke und Fahrer. Und 5 von den 7 Siegen sind Doppelsiege. Also erster und zweiter war Mercedes. Da ist schon mehr dahinter als nur das Team und die Fahrer, sondern da musst du eine richtige technische Überlegenheit haben. Und das war damals die Idee mit der Trennung vom Turbolader vorne und hinten. Und Honda hat es jetzt nachgemacht. Und jetzt sind die Kerle, ich war ja immer schon der Meinung, dass Red Bull eigentlich das bessere Auto hat. Mhm. Aber die Mercedes-Überlegenheit mit dem Motor war so groß, dass sie das aerodynamisch, der Newey ist ein fantastischer Aerodynamiker, der Motor hat das überspielt. So, und jetzt haben sie auch einen Motor von Honda, der fast so gut ist, auch getrennt, den Turbolader. Und jetzt sieht man plötzlich, dass die eigentlich auf jeder Rennstrecke gewinnen können, selbst dort, wo man gesagt hat, das sind jetzt reine, die letzten 2 waren ja angeblich Mercedes-Strecken. Mhm. Jetzt kommen angeblich wieder 2 Red Bull-Strecken. Aber wir dürfen den Hamilton und Mercedes nicht unterschätzen. Die sind schon verdammt gut und der Hamilton macht eigentlich auch keine Fehler. Ne? Das ist das. Ja, das stimmt. Der ist schon ein guter Fahrer. Zu spät gestoppt. Ja. Aber es war halt ein Risiko zu sagen, zum Schluss sind die Reifen besser, hat man auch gesehen. Da kam er schön hin, aber hinkommen und überholen sind vielleicht, wenn es 5 Runden länger gedauert hätte. Aber ach, es ist immer nicht. Es ist toll, weil die Weltmeisterschaft heute Formel 1 wahnsinnig spannend ist. Ja. Und sind auch die Einschaltquoten toll. Und es wird auch Gott sei Dank so bleiben. Und für 2025 werden wir ein ganz neues Reglement. Da fällt endlich eines dieser fürchterlich komplizierten Hybridsysteme weg, wo man mit Turbolader Strom macht. Das völliger Unsinn ist technisch. Aber das hat halt einer so ins Reglement geschrieben. Das fällt dann weg. Und Mercedes hat zugestimmt, Gott sei Dank, weil sie eh keinen Vorteil mehr haben. Jetzt haben sie gesagt, ja, sind auch dafür. Und jetzt werden dann die Motoren ab 25 sehr viel einfacher und sicher auch billiger. Und wenn man doch dann 2 kleine Turbolader macht, statt einem großen in der Mitte, dann werden sie noch mehr Leistung haben und noch sparsamer sein. Ja. Und hoffentlich auch den richtigen Sprit kriegen.
und das ist auch so was Wichtiges, ist diese Spritgeschichte. In der Formel 3 und bei der Mincalibra, da gab es immer Einheitssprit. Mhm. Das heißt, es kommt ein Tankauto an die Rennstrecke und jeder holt sich dort das Benzin. Die Formel 1-Teams führen alle ihr Spezialbenzin mit, egal wohin. Mhm. Immer kommen da die Fässer an, wo von Petronas oder von Esso oder Shell, wer alle die Spezialöle und Spezialtreibstoffe drinnen sind. Das ist ein irrer Aufwand, das kostet ein irres Geld. Mhm. Und was da geht, ging beim Mincalibra oder mit der Formel 3 oder auch in Le Mans, das muss auch für die Formel 1 gelten. Da gibt es einen Sprit, der wird dort getankt und er ist für alle gleich. Ja. Und das würde die Sache natürlich auch viel billiger machen. Sparen. Heute bei den Spritpreisen muss man eh sparen. Also die Formel 1-Teams jammern schon alle. Naja, gut. Ich möchte nicht wissen, was so ein Liter Spezialsprit kostet. Das ist, war ja immer das, so die Geschichte, du kriegst da heute gute Infos über die Technik der Formel 1-Autos. Kann auch Bilder machen, aber einen Liter Sprit kriegst du nie. Weil den könnte man dann chemisch untersuchen und rausfinden, es gibt zwar da auch ein Reglement, in dem sich die bewegen müssen, aber man könnte dann rausfinden, warum der Mercedes-Motor vielleicht doch ein bisschen mehr Leistung hat als ein anderer. Mhm. Also das gehört natürlich auch weg ab 2025 und dann kann natürlich diese synthetischen Kraftstoffe rein und dann sind ja auch die ganzen Verbrennungsmotoren wieder absolut sauber. Mhm. Und man braucht dann kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn man auch Motorsport macht. Also wenn man überhaupt mit Verbrenner weiterfährt, weil dann sind alle Verbrenner sauber. Wir brauchen nur irgendwann einmal viel, viel von diesen synthetischen Kraftstoffen. Angeblich sind die Saudis ganz stark dran. Und die wollen ja auch noch eine Existenzgrundlage haben. Amoco, die größte Erdölfirma der Welt, die sind angeblich stark dran, dann irgendwo in der Wüste eben diese neuen Treibstoffe zu machen und die dann zu liefern und damit Geld zu verdienen. Hoffen wir, dass die Milliarden von Autos, die es auf der Welt schon gibt, noch weiter betrieben werden können. Dass man was tut für die Umwelt. Ja, ne, meine ich ja. Und dass man da noch weiterhin Sprit zur Verfügung stellt, ist einigermaßen klimaneutral. Die LKWs, die werden noch ewig nicht mit Batterie fahren. Das ist ja irrsinnig. Ne? Sondern alle diesen Fahrzeugen und der Umwelt kann man helfen, wenn man die mit solchen Treibstoffen versorgt. Dann tut man wirklich was für die Umwelt. Ne? Ja. Hoffen wir, dass es schnell vorangeht. Herr Professor Indra, hat wieder viel Spaß gemacht. Schon wieder eine Stunde. Ist schon wieder eine Stunde, ja. Was war Ihr Lieblingsfahrer über all die Jahre? Gibt es da einen? Ein Liebling im Tourenwagen? Ja, bei Ihnen. Der Keke war ein unheimlich guter Typ. Keke okay. Rosberg. Ja, okay. Der kam ja damals, als er Calibra fuhr, mit dem kleinen Nico. Den hat er immer mitgenommen, auch seine nette Frau. Und der Nico war damals 5, 6 Jahre alt. Ne? Ja. Der Keke hat mir unheimlich gut gefallen. Manuel Reuter war brav, hat keine Fehler gemacht und hat genau gewusst, wie er fahren muss, damit er zum Schluss die Meisterschaft gewinnt. Das gehört auch. Er war nicht ganz so der Hero-Typ. Der Keke war halt so ein Typ, der Klaus Ludwig, die waren alle gute Typen und das hat Spaß gemacht. Ne? Ja, glaube ich. War ein gutes Team. Also das klingt auf jeden Fall nach einer guten Zeit und nach viel Spaß und nach viel Technik, was ihr Herz höher schlagen lässt. Und die Fans, die haben es auch zu danken gewusst. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die tollen Einblicke in den Opel Motorsport. Danke, leider vorbei. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.